Unberechenbar, rücksichtslos und absolut gewaltbereit. Die russische Mafia hat den Ruf, äußerst menschenverachtend zu sein. Oft sind in Russland die Grenzen zwischen Halbwelt und Polizei fließend. Die Bosse bewegen sich im weitgehend rechtsfreien Raum, meist ungestört. Einer der einflussreichsten Paten Moskaus ist Grischa Omsky. Rund 60 Mann gehören zu seiner Bruderschaft. Bratwa, so nennt man in Russland einen Mafia-Clan. Omskys Geschäftsfelder, Schutzgelderpressung, Schuldeneintreibung, feindliche Übernahmen von Clubs und Immobilien. Grischa Omsky, 54 Jahre, Vater von 5 Kindern. Haben Sie früher intensiv geboxt? Nein. Also ein Hobby. Ich muss doch meine Familie verteidigen. Grischa Omsky, so sollen wir den Paten nennen. Seinen tatsächlichen Namen will er aus Angst vor möglicher Strafverfolgung nicht veröffentlichen. Russische Medien schreiben viel über die Unterweltgröße. Sind Sie wirklich Mitglied der organisierten Kriminalität? Ja, ohne Zweifel. Lasst mich euch ein paar interessante Fotos zeigen. Aus dem Gefängnis. 10 Jahre meines Lebens. Früher war ich richtig sportlich. Das bin ich. Omsky reist viel in Russland und auch in Westeuropa. Wir begleiten den Mafia-Boss an die Ostsee und nach Sizilien. Warum geht ein Unterweltboss das Risiko ein, sich filmen zu lassen? Es gibt zwei Gründe. Erstens, ich finde das interessant, ich mag kreatives Arbeiten. Zweitens, ich will mit eurer Hilfe darauf zurückblicken, was ich in den letzten 23 Jahren geschaffen habe. Оглянуться на эту жизнь, посмотреть, чего я достиг за 23 года. Скажи, пожалуйста, вот сегодня... Wie ist eine kriminelle Vereinigung in Russland aufgebaut? Как она построена? Как надо себе это представить? Она построена по-разному. Es gibt keinen einheitlichen Aufbau. Ein Clan funktioniert ungefähr so wie ein normales Unternehmen. Sicherheits-, Finanz-, Rechtsabteilung und Geschäftsführer. Es finden sich Leute zusammen, die nach einem bestimmten Verhaltenskodex leben. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Das müsst ihr verstehen. Bilder mit Seltenheitswert. Sie zeigen, wie ein russischer Mafia-Clan vorgeht. Ein Rollkommando stürmt ein Restaurant in Moskau. Der Sicherheitsdienst wehrt sich verzweifelt. Mafia-Bosse wollen durch solche Aktionen entweder Schutzgeldforderungen durchsetzen oder den Eigentümer zum Verkauf zwingen. Bei feindlichen Übernahmen schalten sich auch die sogenannten Rechtsabteilungen der Clans ein. Anwälte sorgen dafür, dass korrupte Beamte die Immobilien reibungslos auf die Bosse überschreiben. Oberstes Gesetz. Die Unterweltgrößen lassen sich bei Straftaten niemals selbst blicken.
Sie halten sich offiziell aus allem raus. So agierte auch Krisha Omsky. Der Pate hat in seinem Leben noch nie wirklich gearbeitet. Warum sollte ich arbeiten? Ich riskiere doch nicht jeden Tag meinen Hintern, um dann auch noch zu schuften. Treiben Sie regelmäßig Sport? Sport hält am Leben, Alkohol killt dich. Der Pate wohnt mit seiner Familie am Stadtrand von Moskau. Krisha Omsky erklärt, warum er in Freiheit lebt, nicht im Knast sitzt. Ihr glaubt, dass man mich nur einlochen muss, um Ordnung zu schaffen. Irrtum. Denn meinen Platz würden sofort andere einnehmen. Wahrscheinlich Männer, die keine Hemmungen haben. Ich spreche von kaukasischen Gruppen. Ich morde nicht und habe eine Abneigung gegen Blutvergießen. Mit mir kann die Polizei reden. Sie weiß, dass ich Moskauer bin, meine Kinder hier leben und ich unsere Stadt liebe. Wenn die Kaukasier mit ihren Horden einfallen, wird alles nur viel schlimmer. Konflikte werden nur noch blutig gelöst. Der Pate und seine Familie sind also vor der russischen Polizei offenbar sicher. Gegen Angriffe der Konkurrenz sei dichte Besiedlung ein guter Schutz. Gut, dass da drüben jetzt gebaut wird. Damit sind alle Seiten des Grundstückes nach außen besser abgeschirmt. Feinde haben es schwerer einzudringen. Als ich eingezogen bin, war überall nur Wald. Scharfschützen hätten ein leichtes Spiel gehabt. Vor allem, als ich auf dem Balkon gestanden habe. Jetzt gibt es keine Schwachstellen mehr. Aber was rede ich? Wenn dich einer umlegen will, dann tut er das so oder so. Es gilt, verhalte dich so, dass dich keiner töten will. Ich habe registrierte Waffen zur Selbstverteidigung. Das ist eine Saiga. Ich mag keine Feuerwaffen, bevorzuge Messer. Warum haben Sie dann Feuerwaffen? Ich lebe in keiner kleinen Wohnung, sondern in einem großen Haus mit vielen Fenstern. Ich bin verwundbar, deswegen die Waffen. Funktioniert das Ding? Nein, damit rumzuballern würde innerhalb von 10 Minuten zu meiner Verhaftung führen. Ich bin ein vorbildlicher Nachbar. Ich lebe nach einem alten Motto, etwas vulgär, aber die Deutschen verstehen mich. Bumse nie rum, wo du wohnst. Die rauen Umgangsformen ihres Sohnes waren Omskys Eltern lange ein Gräuel. Der Vater war Geschichtsprofessor, die Mutter Medizinprofessorin. Wusste ihr Vater von ihrer Karriere? Ja, und als er gemerkt hat, dass er nichts machen kann, hat er sich entschieden, stolz zu sein. Er hat seinen alten Kriegskameraden und Historikerkollegen gesagt, wisst ihr was? Krisha ist jetzt Pate. Komm mal her, mein Sohn. Zeig uns, was du beim Kickboxen gelernt hast. 2 links, 2 rechts.
Und jetzt sie. Nein, das hält er nicht aus. Sehr gut. Und jetzt einen Spagat. Klasse, machst du das. Und noch einen. Ihr sollt nicht mich filmen. Ich mache garantiert keinen Spagat. Das war ich als junger Mann, bevor ich in den Knast gewandert bin. Der junge Omsky hatte nie Lust, die Schulbank zu drücken. Mitte der 70er gerät er auf die schiefe Bahn. Ladendiebstahl, Einbrüche, Betrügereien. Wie lange waren Sie im Gefängnis? Dreimal, insgesamt 10 Jahre. Weswegen sind Sie das erste Mal einpassiert? Diebstahl. Was genau? Wir haben ein paar Wohnungen ausgeräumt. Was habt ihr gestohlen? Das spielt keine Rolle. Das ist ein schönes Foto hier. Als ich in den 80ern im Gefängnis war, hat Gorbatschow die Zügel gelockert. Es sind viele kriminelle Banden entstanden. Wir haben davon hinter Gittern gehört und Schutzgelderpresser gespielt. Einer war Geschäftsmann, die anderen haben ihn entführt. Die starke Kriminalisierung der Sowjetunion beginnt Mitte der 80er Jahre. Gorbatschows Umbau, die Perestroika, bringt nicht den gewünschten Erfolg. Misswirtschaft und sinkende Ölpreise treiben die Rohstoffmacht in eine schwere Krise. Die Regale in den Supermärkten sind leer. Kriminelle Banden schießen aus dem Boden, drangsalieren die Geschäftswelt, erpressen Schutzgelder. Fast täglich kommt es zwischen verfeindeten Clans zu blutigen Verteilungskämpfen. Viele schlecht bezahlte Beamte lassen die Banden gegen Schmiergelder gewähren. Nur wenige Polizisten bieten den Verbrechern die Stirn. Wen sie schnappen, lassen sie in die berüchtigten Straflager einweisen. Auch Grischa Omsky verbringt insgesamt 10 Jahre seines Lebens in so einer Vollzugsanstalt. Im Gefängnis nehmen alte Ganoven den jungen Omsky unter ihre Fittiche. Kriminelle mit großem Einfluss werden oft Avteritäti genannt, auf Deutsch Respektspersonen. Sie sind Richter, erziehen andere Kriminelle, geben den Verhaltenskodex vor, versuchen, unnötiges Blutvergießen zu verhindern. Grischa Omsky wird im Laufe der Jahre selbst eine sogenannte Avterität, eine Respektsperson, also eine Art Halbweltgeneral. Die Zeit im Gefängnis hat mich geprägt wie keine andere. Dort hat sich mein Charakter formiert. Ich kam mit 18 hinter Gitter, war 2-mal kurz raus und wurde endgültig mit 30 freigelassen. Unter den Mitgefangenen waren übelste Typen. Verräter, die mich bei Wärtern angeschwärzt haben, Mörder, die der Anstaltsleitung in den Hintern gekrochen sind, um Hafterleichterung zu bekommen. Ich kann meine Aversion gegen diese Zecken nicht in Worte fassen. Ich habe im Knast aber auch gelernt,
was echte Freundschaft bedeutet. Omskis bewegtes Leben hält auch seine Familie auf Trab. Stasia ist die dritte Frau des Mafia-Paten. Immer wenn es brennt, ist ihr Organisationstalent gefragt. Als wir uns gerade kennengelernt hatten, war Grisha auf einer Geburtstagsfeier von Freunden. Da kam die Polizei und hat allen Handschellen angelegt. Dann musste ich ran. Soll ich das auch erzählen? Ja. Es ging darum, seinen Reisepass und andere Papiere schnell zu finden, einzupacken und an einen sicheren Ort zu bringen. Geburtstage feiern russische Mafiosi meistens mit großem Pomp. Dieses Video stammt aus den sogenannten wilden 90ern. Omski wird 34. Fast die gesamte Halbweltelite Moskaus ist dabei. Prozent der Gäste sind Leute aus meiner oder anderen Bruderschaften. Manche sind schon tot. Andere sind heute nicht mehr in meiner Gruppierung, weil ich sie rausgeworfen habe, wegen Drogen. Ich bin ein kategorischer Rauschgiftgegner. Wer erwischt wird, fliegt ohne Gnade. Damals in den 90ern hatte ich rund 50 Mann. Kaum einer wurde ermordet, aber leider hatten viele ein Drogenproblem und mussten gehen. Das Gebiet, das Omski kontrolliert, liegt im Osten Moskaus. Drogenhandel und Prostitution sind in seinem Einflussbereich bis heute tabu. Hallo, meine leidgeprüften Brüder. Heute werdet ihr Kinostars. Ich hasse es, wenn in Filmen die Autos nicht abgesperrt werden. Ich mache meines demonstrativ zu. Wo versteckst du dich? So eine unsägliche Bullenunart. Du bist doch Anwalt. Also komm her. Schaut euch meine treuen Genossen an. Alle haben die Hosen voll, verstecken ihre Gesichter. Einmal die Woche trifft sich der Boss mit seinen Leuten in diesem Restaurant. Zahltag. Schutzgelder, eingetriebene Schulden, Einnahmen aus Omskis Clubs. Die sogenannte Bratwa, die Bruderschaft, legt Rechenschaft ab. Der Pate verschleiert seine Einnahmequellen vor laufender Kamera. Er scherzt. Was hat man ihnen da gebracht? Geld für die Februarwohnungsmiete. Wie sind Sie in den Besitz dieser Bar gekommen? Was? Wie haben Sie die Bar und das Kino bekommen? Oder muss ich nachdenken? Es war 1995. Ich bin mit einem Oberleitungsbus durch die Gegend gefahren und habe hier Licht gesehen. Da saßen ein paar Alkoholiker auf Plastikstühlen herum. Ich habe den Wirt gefragt, wer auf seine Sicherheit aufpasst. Er sagte, keiner. Falsch. Ab heute passe ich auf dich auf, habe ich geantwortet. Ich heiße Grisha Omski. Das war in den 90ern.
Omskis Mann für heikle Aufgaben. Anwalt Vadim Lerlin. Das Fitnessstudio tut dir offensichtlich gut. Ja. Anwalt Lerlin muss ran, wenn es Ärger gibt, aber keine Rollkommandos eingesetzt werden sollen. Seht euch an, wie professionell der zuschlägt. Das war bei unseren Freunden im Garage. Alle haben mitgemacht, Security-Gäste, auch ein Polizeioffizier. Einem guten Bekannten haben sie den Kiefer gebrochen. Er ist jetzt im Krankenhaus. Warum haben sie sich geprügelt? Es ging wohl darum, wer wem Schutzgeld abdrücken muss. Alle haben kapiert, dass sie zu weit gegangen sind. Mir tut vor allem mein Bekannter leid, Kieferbruch. Und das, obwohl er keiner Fliege was zuleide tun kann. Omskis Anwalt im Einsatz. Aus Sicherheits- und Prestigegründen leistet sich Lerlin Bodyguards in Uniform. Polizisten als Leibwächter. In Russland keine Seltenheit. In dieser Bar kommt es zwischen dem Anwalt des Paten und dem Unterhändler eines gegnerischen Clans zum Streit. Es geht darum, wer welche Nachtclubs kontrolliert. Anwalt Lerlin steht auf der Fahndungsliste des US-Finanzministeriums. Der Vorwurf: Mitgliedschaft in der russischen Mafia. Diese Bilder zeigen, wie gefährlich Lerlins Job sein kann. Der Anwalt und seine Bodyguards wollen Mitarbeiter des Zolls stoppen. Sie sollen einer kriminellen Bande angehören. Sie versucht, einen Mandanten Lerlins, einen halbseidenen Leihhausbesitzer, abzuzocken. Es wimmelt nur so von Zollautos. Die Beamten sitzen in den getönten Wagen, hier und dort. Das ist eine Wache meines Mandanten, noch ein Wachmann. Die Zollermittler haben gesagt, dass sie die Türen des Leihhauses aufbrechen werden. Sie wollen teure Uhren konfiszieren und ihren Besitzer dann dazu zwingen, sie zurückzukaufen. Der Zoll hat sogar eine maskierte Sondereinheit dabei. Die Zollbeamten behaupten, dass Lerlins Mandant, der Leihhauschef, die Uhren nicht verzollt habe. Im Zentrum von Moskau stehen sich zwei bewaffnete Gruppen gegenüber. Die eine will das Leihhaus stürmen und Ware in Millionenhöhe beschlagnahmen, die andere versucht das zu verhindern. Wo sind eure Chefs? Ah, da sind sie ja. Das sind meine Wachen. Nehmt eure Kamera weg. Die Lage ist so angespannt, dass wir aus Sicherheitsgründen nur noch aus Lerlins Auto drehen können. Die Zollermittler sind verunsichert, hätten offensichtlich nicht gedacht, dass der Leihhauseigentümer Gegenwehr leistet. Er hatte vor kurzem einen Herzinfarkt,
lässt sich von Anwalt Lerlin im Krankenhaus auf dem Laufenden halten. Es ist wie eine Zeitreise in die wilden 90er. Ist das ein Raubüberfall? Nein, noch nicht. Aber wenn die Beamten das Leihhaus betreten, ohne die nötigen Genehmigungen der Staatsanwaltschaft zu haben, dann ist das ein schweres Verbrechen. Dafür können sie einpassieren. Anwalt Lerlin und die Zollermittler tasten einander ab. Sie lachen, machen Witze. Es gilt herauszufinden, wer welche Beziehungen hat. Die Sondereinheit und Lalins Personenschützer haben den Finger immer am Abzug. Die Überzeugungsarbeit von Omskis Anwalt lohnt sich. Die Zollermittler verzichten aus Furcht vor juristischen Konsequenzen darauf, die Tür des Leihhauses aufzubrechen und die Luxusuhren zu beschlagnahmen. Wenig später trifft sich Omskis Bratwa, die Bruderschaft, im Moskauer Club Solo. Trotz des Verhandlungserfolges mit dem Zoll ist die Stimmung anfangs etwas gedrückt. Hoch die Tassen, meine Damen und Herren, nicht verzagen, sagt der Pate. Der Leihhauseinsatz hat kaum Geld eingespielt. Wir haben den Leihhausbesitzer gerettet. Aber er wollte für unsere Hilfe nicht angemessen bezahlen, er war zu geizig. Daraufhin habe ich meine Bemühungen eingestellt. Und der Zoll hat sich seine teuren Uhren geschnappt. Ware im Wert von mehreren Millionen Dollar. Das Leihhausthema ist jetzt durch. Die sogenannte Bratwa, die Bruderschaft, ist schließlich zum Entspannen ins Solo gekommen. Ich mag dieses Restaurant. Etwas zu viel Popmusik. Aber wenn der Besitzer selbst singt, ist es astrein. Ein- oder zweimal im Monat komme ich her und treffe alte Vagabunden wie Tinges, lade meine Leute und unsere Damen ein. Da ist er, der Besitzer, Medjanik. Slava Medjanik ist ein sogenannter Blatnjak-Sänger. Der Blatnoi-Chanson ist eine Musikrichtung, in der es um kriminelle Vereinigungen, das Leben hinter Gittern, Verrat und Willkür geht. Medjanik hat aber auch lebensfrohe Songs im Repertoire. Wenn die Stimmung passt, erinnern sich Mafiaboss Omski und sein ehemaliger Zellengenosse Bubel gerne an skurrile Knastgeschichten. Einmal wurden die beiden Zeugen, wie ein verhasster Spitzel der Gefängnisleitung aus dem Weg geräumt wurde. Ein Verräter hat einem anderen Spitzel im Streit den Kopf abgeschnitten und dann über den Straflagerzaun geworfen. Der Kopf ist direkt vor den Beinen eines alten Mütterchens gelandet. Sie wollte jemanden im Straflager besuchen. Das muss man sich mal vorstellen, was da los war und was die Frau gedacht haben mag, als der Kopf vor ihr gelandet ist. Wir begleiten den Moskauer Paten nach Svetlagorsk. An der Ostsee findet ein Chanson-Festival statt. Krischa Omski ist Mitglied der Jury.
Der Mafia-Boss gilt als exzellenter Kenner des sogenannten Blatniak, der Knastmusik. Lieder wie dieses gehen Omsky besonders unter die Haut. Es erzählt, wie sich Gefangene aus Protest gegen Beamtenwillkür massenhaft die Venen öffnen. Das Aufschneiden der Pulsadern entspricht dem russischen Charakter. Wenn man uns zum Wahnsinn treibt, dann gehen wir bis zum Äußersten. Wollt ihr unser Blut, ihr miesen Bullen? Bam, bam, da habt ihr es. Ich habe mir im Gefängnis auch die Venen geöffnet. Am besten macht man die Protestaktion gleichzeitig. Wenn sich viele Mitgefangene die Pulsadern aufschneiden, dann strömt das Blut richtig aus den Zellen. 30 Mann gleichzeitig, das bringt Resonanz. Der Blatnoi-Chanson, die Knastmusik, ist in Russland salonfähig. Sie verbindet hunderttausende Männer, die irgendwann in ihrem Leben im Straflager saßen. Den Siegern des Chanson-Festivals in Svetlogorsk winkt ein Plattenvertrag. Ich habe ein neues Lied mitgebracht. Den Text habe ich gerade noch gelernt. Ich hoffe, dass es einmal Kult wird, weil es ehrlich ist. Unsere Kosaken werden mich unterstützen. In diesem Lied geht es um Schwulenhass. Der Sänger sieht in den Homosexuellen eine Bedrohung für die russische Gesellschaft, fordert alle Männer auf, sich gegen die Schwulenlawine zu wehren. Dieser homophobe Song kommt bei Jurymitglied Omsky gut an. Schwule gehören in der russischen Knasthierarchie zur untersten Kaste. Jura Bravo, Jura ist der Beste. Jura Bravo, Jura Lutsche! Grisha, war das gut? Ja. Warum? Weil es gegen Schwule geht. Was? Weil es gegen Schwule geht. Wieso ist das gut? Weil die Homos einen drüber brauchen. Bist du taub? Dieser Interpret ist dem Mafia-Boss zu harmlos. Er singt über die Liebe. In Omskys Augen ein banales, flaches Lied. Der Pate gibt diesem Song nur schlechte Noten. Beim Festivalausklang beschwert sich der Moskauer Pate über die meisten Künstler, sie seien verweichlicht. Mit dem legendären Blatnoi-Chanson habe das nichts zu tun. Mit euren Liebesliedern könnt ihr in den miesen Käffern landen, aus denen ihr kommt. Landesweit habt ihr damit keine Chance. Das ist meine bescheidene Meinung.
потолка не прыгните. Если вы хотите сделать себе имя, ну мне так кажется, это мое мнение, я не говорю. Was sollen diese Behauptungen? Und was heißt hier miese Käfer? Ich habe dir meine Meinung gesagt, mach damit, was du willst. Was erzählst du da für einen Mist? Unglaublicher Mist. Das sage ich dir. Dieser Sänger weiß nicht, dass er sich gerade mit einem Moskauer Mafia-Boss angelegt hat. Schnell klären ihn andere Gäste auf. Während dieser Mann versucht, die Stimmung zu retten, bittet der Künstler Omsky draußen um Verzeihung. Er habe nicht gewusst, mit wem er es zu tun hat. Omsky nimmt sich zurück, um die Veranstaltung seiner Freunde nicht platzen zu lassen. Der Pate akzeptiert die Entschuldigung. Clanboss Grisha Omsky will nur noch ein paar Jahre aktiv sein. Dann möchte er sich aufs Millionärsaltenteil zurückziehen. Der Pate sucht in Westeuropa nach einem geeigneten Wohnsitz. Wir begleiten ihn nach Italien. Omsky wollte sich in Palermo eigentlich eine Immobilie kaufen, aber so richtig wohl fühlt er sich nicht. Die Stadt sei zu heruntergekommen. Ist alles ganz nett, aber die Mittel für die Restaurationsarbeiten sind offenbar geklaut worden. Sizilien fällt als Alterswohnsitz für den Moskauer Clanchef aus. Zu schmutzig und zu langweilig. Morgens und abends ist es ganz nett. Joggen, Zeitung lesen, essen. Aber was mache ich die restliche Zeit? Die sprechen fast nur Italienisch. Mit wem soll ich mich unterhalten? Irgendwie passt das nicht. Omsky schaltet um auf Bildungsurlaub. Er fährt in die Berge nach Corleone, die Heimat der einst wohl mächtigsten Cosa Nostra-Bosse Tito Riina und Bernardo Provenzano. Beide sind seit Jahren hinter Gittern. Ihr Moskauer Gegenpart vergleicht die italienische und die russische Mafia. Die Russen seien wesentlich schlagkräftiger. Unsere russischen Bruderschaften sind voll von Veteranen, die in Kriegen gekämpft haben. In Tschetschenien, in Afghanistan, in Transnistrien und auch im Donbass. Das sind knallharte Leute. Solche Kräfte haben die italienischen Clans nicht, weil Italien nirgendwo gekämpft hat. Mal abgesehen von kleinen Kontingenten im Irak und Afghanistan. In Corleone gibt es ein Museum, das an die Gräueltaten der Cosa Nostra erinnert. Meine Damen, wo finde ich das Mafia-Museum? In der Gemeinde nach links. Höflichkeit ist die beste Waffe eines Diebes. Omsky schlägt sich auf Sizilien mit Spanisch durch. It means a young boy who works with mafia. Think about that. Das Mafia-Museum in Corleone. Auf den Spuren der Cosa Nostra, ihrer Jäger und ihrer Opfer. Niemand hier ahnt, wer Grisha Omsky ist. Der Moskauer Pate verhält sich im Ausland immer äußerst zurückhaltend.
kein unnötiger Ärger, weit weg von der Heimat. Das ist Bernardo Provenzano. Ihn hat die Polizei rund 40 Jahre gesucht. Sie hatte nur dieses Foto und hat den Alterungsprozess nachempfunden. Schaut euch an, wie gut ihn die Bullen auf dem Phantombild getroffen haben. Leute wie ich sind gegen unnötiges Blutvergießen. Wir haben ein Gehirn und eine Sprache, mit deren Hilfe wir Kompromisse erreichen können. Wir hatten in Moskau auch äußerst skrupellose Bosse. Silvester, Buturin, die Brüder Pilov. Ein paar Jahre waren sie ganz oben und jetzt sind sie entweder tot oder haben lebenslänglich bekommen. Was also bringt unnütze Brutalität? Omsky hat großes schauspielerisches Talent. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte. Er ist weder ein Paradediplomat noch ein blutrünstiger Killer. Omsky ist ein umsichtiger Mafiaboss. 10 Jahre im Gefängnis haben ihn gelehrt, wie weit er gehen kann, ohne den Hass der Polizei auf sich zu ziehen. Wer als russische Unterweltgröße alleine unbehelligt durch Westeuropa reisen kann, hat offenbar alles richtig gemacht. Sleep under the stars, driving the Milky Way in a dream car.